Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Die Mainzer Stiftsfehde, 1460 bis 62. Ein kurzer Zeitraum, doch alles begann einmal. So auch das Erzbistum Mainz. Zunächst ein wenig Grundlegendes. Das Erzbistum wurde gegründet in Mogontiacum. Im Jahre 346 wird ein erster Bischof genannt. Doch während der dunklen Zeit der Barbareneinfälle hat es das Christentum schwer. Und es sollte dauern bis 530, als unter Bischof Sidonius weiter christianisiert wird. Doch aller Anfang ist schwer. Auch Worms und Speyer existieren mit Bischöfen. Und im 7. Jahrhundert schenkt der Frankenkönig Dagobert I., Sohn des großen Clothar II., umfangreiche Ländereien, dem Bistum Worms. Ja, wir reden noch von vor der Zeit Karls des Großen. Doch die kommt bald. Die Reichsabtei Lorsch wird gegründet. Ebenso Fulda, das Fürstbistum Würzburg folgt. Alles wächst und gedeiht, die Bevölkerung wächst, der Einfluss. Viele Adlige machen Schenkungen den Bistümern und Klöstern, Handel und Wandel und irdische Interessen wachsen. Und so ist ein wenig Ärger vorprogrammiert. Glücklicherweise gibt es Erzbischof Willigis zu Mainz im 11. Jahrhundert. In der Funktion als Verweser des Reiches übernimmt er die Geschäfte bis zur Volljährigkeit Ottos des Dritten, des späteren berühmten Kaisers. Und legt auch weitreichende Befugnisse für das Erzbistum Mainz, weit nach Norden und darüber hinaus. Ein Schelm, wer sich dabei etwas Böses denkt. Doch mit Lorsch hat Mainz so seine liebe Not. Die Reichsfreiheit der Abtei führt dazu, dass sie wächst, blüht und gedeiht. Mainz hat da nichts auszurichten, denn mächtige Vasallen unterstehen Lorsch. Endlich, im Jahre 1232, nach mehrfachen Ersuchen, da stuft Kaiser Friedrich II. Das Kloster zurück, unterstellt es direkt Mainz und das wird dann zur Propstei. Fall erledigt und eine Riesenbesitzung im Odenwald. Kurz danach der thüringisch-hessische Erbfolgekrieg, die Landgrafen von Hessen spalten sich ab und es wird ein neuer Streit gegründet. Kein geschlossenes Territorium. Zunächst dominiert Mainz. Doch die Landgrafen von Hessen sind's gewohnt, hart kämpfen zu müssen. Und die nächsten Jahrhunderte werden für beide Seiten bitter. Denn Nord und Süd sowie Ost und West. Handel. Die langen und kurzen Hessen, wichtige Handelsstraßen, versprechen Reichtum, Zoll und Handel. Und auch ein Erzbistum muss ja sehen, wo es bleibt und die Einnahmen herkriegt. Also. Doch die Mainzer Stiftsfehde liegt viel näher begründet. Lorsch. Da gab es einen Schutzvogt, den Pfalzgrafen bei Rhein, der seit neuestem da auch in Heidelberg sitzt. Der machte alte Rechte geltend, noch vom Kloster. Mainz erkannte das natürlich nicht an, sondern wollte neu verhandeln. Das erkannte der Pfalzgraf nicht an. So gab es bis ins späte 14. Jahrhundert hinein nicht nur Streit vor den Gerichten, man ging vor Gericht, doch. Aber zuerst sprachen die Waffen. Hier, ganz stilisiert mal das Gebiet, Bergstraße und Odenwald. Mainz konnte mit Waffengewalt nur die Städte an der Bergstraße halten und Mörlenbach. Der Pfalzgraf mit seinem Stützpunkt bei Lindenfels erhielt allerdings Unterstützung von den früheren Vasallen des Klosters. Da gab es verschiedene Grafen, vor allen Dingen die Grafen von Erbach. Die richteten sich neu aus, gingen mit dem Pfalzgrafen in Bunde. Michelstadt, eine sehr schöne Stadt, wurde mehrfach zerstört im 14. Jahrhundert in Streitereien zwischen Pfalzgraf und dem Erzbistum Mainz. Dann schien es einigermaßen ausgestanden. Allerdings, es schien nur so, denn unter Erzbischof Dietrich, da gab es dann 1458 erneut ein Aufwärmen der alten Suppe und beide Seiten rösteten. Schließlich war es dem Bischof von Speyer zu verdanken, dass der Krieg nochmal
nicht stattfand. Und dann starb natürlich Erzbischof Dietrich am 6. Mai 1459. Fall erledigt? Oder was würde der neue Erzbischof tun? Könnte es sein, dass der Bruder den Bruder bekriegt? Das Domkapitel wählt Dieter von Isenburg zum neuen Erzbischof von Mainz und Kurfürsten gleichzeitig natürlich. Ein traditionelles, mächtiges Adelsgeschlecht. Und Dieter von Isenburg bekennt im Sinne des Streites mit dem Pfalzgrafen, natürlich hat Mainz recht. Wer sonst? Tja, der Pfalzgraf hingegen, also kann man jetzt sagen, das fängt wieder von vorne an? Nein, es geht da weiter, wo es aufgehört hat, kurz vor dem Kriegsausbruch. Kriegsausbruch, oh ja, wart mal ab, das wird gleich heftig. Sehen wir uns doch mal die Teilnehmer dieser mainzisch-pfälzischen Fehde an. Die Landgrafen von Hessen, erklärte Erbfeinde des Mainzer Erzbistums, werden sie dem Pfalzgrafen helfen? Wäre nicht auszuschließen, aber am 2. März 1460 wird das Land Hessen geteilt unter den Söhnen des Landgrafen Ludwig. Ludwig II. Erhält Kassel, Heinrich III. Oberhessen. Und die beiden sind sich nicht grün, ganz im Gegenteil. Ein Pluspunkt für Mainz? Wir werden sehen. Ach ja, und dann gibt es noch die Grafen von Leiningen in der Pfalz. Ein altes, auch mächtiges, traditionelles Geschlecht, die erklärte Erbfeinde des Pfalzgrafen sind. Ein Verbündeter für Dieter von Isenburg? Richtig. Die Wolken beginnen sich zusammenzuziehen. Man sucht und punktet. Doch es wird immer dunkler. Vor allem für den Pfalzgrafen. Da sagt der Bischof von Speyer dem Pfalzgrafen zu. Wie bitte? Naja, der Bischof von Speyer und Dieter von Isenburg verstehen sich auch nicht so. Doch es ziehen sich die Wolken zusammen und ein Sturm bricht los. Denn auch der Kaiser erklärt sich schließlich gegen den Pfalzgrafen. Am 20. März 1460 bricht der Sturm los. Erzbischof Dieter erklärt die Fehde. Und Pfalzgraf Friedrich und Landgraf Ludwig II. Schlagen sofort los. Sie haben ihre Truppen bei Kreuznach gesammelt, mehrheitlich. Hier eine kleine Übersicht, worum es geht. Der Rhein teilt das Interessengebiet, aber auf der linken Seite die Pfalz, Mainzer Gebiet, leiningisches Gebiet. Landgraf Ludwig II. Verspricht sich einige Vorteile vom Pfalzgrafen, wenn er ihm hilft, nicht zu Unrecht. Doch ganz kurz eine Betrachtung, wie damals diese Kriege geführt wurden. Die Heerbanne zogen nicht sofort in die offene Schlacht gegeneinander. Die Taktik damals war, den Gegner zu schwächen, ihn zu terrorisieren. Ist das nicht auch heute noch so? Ach was, das war damals. Also, die Heere ziehen, nicht als geschlossener Riesenkörper, sondern aufgeteilt und greifen Ortschaften an. Das macht zum Beispiel Pfalzgraf Friedrich und Landgraf Ludwig. Zunächst zieht man mit Unterstützung des Bischofs von Speyer gegen Mainz. Bitte? Ja, die Stifte im Vorfeld werden geplündert und verbrannt. Und da der Bischof Geschütz beisteuert, wird Mainz beschossen. Nicht ernsthaft, aber doch, der Stadt wird's unwohl und gegen eine kleine Kontribution erklärt sich Friedrich bereit abzuziehen. So macht man Gewinn. Dietrich sammelt noch seine Truppen derweilen. Dann geht's weiter gegen die Grafen von Leiningen, Guntersblum, eine stark befestigte Stadt, doch als sie die Heere anrücken sieht, zahlt auch sie ein Lösegeld. In Bechtolsheim dagegen riecht man schon mehr Lunte. Man wehrt sich stark und der Ort wird schwer mitgenommen. Klein Karlbach hingegen wird fast überrannt und verbrannt. Und schließlich wird die Furie des Krieges völlig von der Kette gelassen. Die Bewohner von Herxheim am Berg, die sehen die umliegenden Orte brennen. Auch leiningisch. Eine starke leiningische Besatzung liegt in Herxheim. Viele flüchten sich nach Herxheim hinein, doch die Pfalzgräflichen und Hessen umringen den Ort, erstürmen ihn. Mehr als 100 Leininger werden erstochen,
Fragt nicht, was mit der Bevölkerung geschieht. Es ist ein Inferno. Doch mittlerweile schlägt Erzbischof Dieter zurück. Nicht in die verbrannten Orte, die sind ja eh verloren. Er schlägt gegen den Ingelheimer Grund, altes pfalzgräfliches Gebiet. Halt mal, halt, halt. Gegründet wurde das ja von Karl dem Großen. Um die Kaiserpfalz in Ingelheim zu versorgen, wurden mehrere Orte reichsfrei. Ja, aber es gelangte dann später an die Pfalzgrafen. Also, umringt von Mainz ein ideales Angriffsziel. Und Dieters Truppen verfahren nach der gleichen Weise. Ein Ort nach dem anderen wird umringt und eingenommen. Schwabenheim. Da geht's noch relativ friedlich zu. Doch die Bewohner von Wackernheim, die sehen dann mit heraufziehendem Tage nicht nur die umliegenden Orte, sondern auch den eigenen in Feuer und Rauch. Und es geht die Bevölkerung schutzsuchend in die hochgelegene einstige Kirchenburg. Doch auch sie schützt nur eine kurze Zeit. Zu mächtig, zu groß die Zahl. Hunderte schwerer Bewaffneter. Auch leichtes Geschütz führt man mit. Stadecken mit der mächtigen Burg wird verbrannt, überrannt. Groß Winternheim desgleichen. Die Bewohner flüchten sich alle nach Ingelheim. Natürlich leistet man Widerstand, man weiß. Sich ergeben? Nein. Pardon gibt's keins. Die Zuflucht zu Ingelheim. Damals schwer befestigt. Wenig genug ist heut geblieben. Von der Stadtbefestigung. Indes die Kirchenburg zu Ingelheim, deren Befestigungen wurden wieder ergänzt. Der Dreißigjährige Krieg im 17. Jahrhundert hat viel zerstört. Doch seht. Malerisch gelegen, aus der romanischen Zeit stammend. Nicht zu viel Bauperioden heute, bitte. Ja, gut, 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 hier, seht doch. Ein doppelter Mauerkranz, Graben vorgelagert. Die Bewohner finden Schutz und pfalzgräfliche Truppen rücken heran. Dieter von Isenburg lässt von Ingelheim ab, wendet sich gen Süden. Doch, Pfalzgraf Friedrich, auch ein brillanter Stratege, ist einen Schritt weiter. Es gibt da noch etwas zu regeln. An der Bergstraße. Ja. Zwar gibt es da den Ort Dossenheim. Der gehört eigentlich dem Bischof von Speyer. Der hat ihn als Lehen ausgegeben an den Erzbischof von Mainz. Dumme Sache. Ein Aktivposten tief im pfalzgräflichen Gebiet. Das kann man natürlich ändern. Hier. Der Ort zu Fußen des Berges, die Schauenburg. Mächtig gelegen, eine alte Burg, aber starke Mauern. Vom 15. bis 20. April belagert Friedrich das. Doch Friedrich ist auch ein Freund moderner Waffen. Er führt Steinbüchsen mit, große Geschütze, schwer und umständlich. Ein Schuss pro Stunde, aber sein Waffenmeister. Martin Merz, der versteht sein Handwerk. Die Burg wird schließlich sturmreif geschossen, anschließend auf Geheiß Friedrichs abgerissen. Und Dossenheim erfährt das gleiche Schicksal. Anschließend sammelt Friedrich und setzt wieder über. Doch mittlerweile ergibt sich an der nördlichen Bergstraße etwas. Heppenheim ist ja noch Urmainzer Gebiet und über der festen Stadt, die greift der Pfalzgraf nicht so einfach an, da hat es die Starkenburg, seit Jahrhunderten die Schutzburg, früher des Klosters Lorsch. Ulrich von Kronberg ist residierender Burggraf mit einer starken Besatzung. Und am 19. Mai 1460, da ereignet sich's, dass der Burggraf mit den Seinen niedergemacht wird. Was war geschehen? Die Starkenburg als Aktivposten rückt Ulrich von Kronberg aus ins nachbarliche Lautenbach. Ein netter Ort, kurpfälzisch. Ideal, um's dem Kurpfälzer hier zumindest heimzuzahlen. Und man leistet ganze Arbeit. Der Ort geht in Flammen auf. Wie viele das Leben verlieren von den Lautenbachern. Die Kurpfälzer Besatzung wird niedergemacht. Die wenigen Überlebenden fliehen nach Hemsbach, gleich nebenan, mit einer starken kurpfälzischen Burg. Und dort rückt man sofort aus. Kann Lautenbach nicht mehr helfen, aber stellt Ulrich von Kronberg und die Seinen.
Er und 30 schwer bewaffnete Reisige finden den Tod. Jahre später stellt man dann von Kurmainzer Seite den Schlangenstein auf, ein Denkmal. Aus Sandstein, die Inschriften inzwischen verwittert. Deswegen Schlangenstein. Heute steht er im Rathaus von Lautenbach. Mittlerweile hat Friedrich Klein-Bockenheim erreicht. Vom 1. bis 4. Juli belagert er den schwer befestigten leiningischen Ort. Wiederum marschieren Truppen. Friedrich führt sein Geschütz mit. Doch Bockenheim ist schwer befestigt. Das war natürlich auch Dossenheim, ganz klar. Doch in Bockenheim, Klein-Bockenheim um genau zu sein, da hat's noch heute den Kirchturm der einstigen Kirchenburg, die Wehrplattform wieder ergänzt. Der Kirchhof mit schwerem Wehrgang, Schießscharten, Umgänge, zusätzliche Türme. Was soll's, den Leiningern gehört's. Verpfiffen. Friedrich lässt das Feuer öffnen. Die Leininger wehren sich tapfer. Sie wissen, pardon, werden sie keins erhalten. Nach 4 Tagen, Friedrich macht Fortschritte, doch es geht nicht so recht voran, wie er sich's erhoffte. Die Leininger wissen, warum sie wie die Teufel kämpfen. Da erhält Friedrich die Kunde, dass Erzbischof Dieter mit immer größerer Heeresmacht von Norden heranrückt. Gen Pfeddersheim, das auch Kurmainz gehört. Friedrich, auch ein brillanter Taktiker, lässt sofort die Belagerung von Bockenheim abbrechen, nimmt die gesamte Reiterei und Infanterie und zieht gen Pfeddersheim. Sollte es Dieter gelingen, Pfeddersheim als schweren Stützpunkt zu nutzen, dann wird die Sache echt übel. Friedrich kommt rechtzeitig an, am 5. Juli kommt es zur offenen Feldschlacht vor Pfeddersheim. Die Schlacht wird regiert von purem Hass auf beiden Seiten. Mehrere tausend Mann, mehrere tausend Reiter und Infanterie. Pfalzgraf Friedrich selbst führt die Reiterei. Brillanter Reiter der ist und überlässt Landgraf Ludwig II. Die Führung der Infanterie. Das sollte sich aber auch als taktisch klug erweisen. Leicht überlegen auch an Zahl die Truppen des Dieter von Isenburg. Mehrfach gerät der brillante Friedrich in Bedrängnis und es ist Landgraf Ludwig II., der die Schlacht endlich für den Pfalzgrafen entscheiden kann. Das sagt er selbst, der Friedrich. Doch Dieter flieht mit den Überlebenden nach Pfeddersheim. Vom 6. bis 7. Juli Friedrich beginnt sofort die Belagerung und Beschießung. Das darf nicht sein, dass das von vorne anfängt. Doch diesmal spielt die Zeit für Friedrich. Hunderte von Verwundeten und die Überlebenden sowieso demoralisiert. Nach 2 Tagen lässt Dieter von Isenburg die Flagge hissen. Auf Gnad und Ungnad ergibt er sich. Tja, war's das? Man lässt Pardon walten. Am 16. Juli, da treffen sich Landgraf Ludwig und Pfalzgraf Friedrich in Westhofen. Die Kriegsbeute wird geteilt, so die beweglichen Sachen. Reich beschenkt der Pfalzgraf den Landgrafen. Mit Gold, Waffen und so. Aber auch nur damit. Praktisch ein warmer Händedruck. Stattdessen trifft man, das meint Dieter von Isenburg und Pfalzgraf Friedrich, sich endgültig im kurpfälzischen Hemsbach. Am 4. August 1460. Da kommt der Vertrag zustande. Kann man das nicht mal zeigen, wie das einst aussah? Das ist doch die Kelter, der Basiskern, richtig, der ehemaligen, stark befestigten Burg von Hemsbach. So könnt's mal ausgesehen haben. Und der Vertrag von Hemsbach, ein Bündnis auf lange Zeit zwischen Pfalzgraf Friedrich und Dieter von Isenburg. Aus Feinden werden Freunde? Naja, sagen wir es mal so. Freundliche Feinde, so ganz, aber die Vorteile überwiegen. Und die Moral von der Geschichte? Es gibt keine. Dieter von Isenburg ist Kurfürst und Erzbischof von Mainz. Ja, nun warte mal, das wären keine Menschen. Wenn die sich nicht wieder verderben würden, nicht wahr? Was, wenn jetzt ein neuer Erzbischof auf den Plan tritt? Wie kann denn sowas sein?
Oh, du hast doch eben die Geschichte gehört und gesehen. Hättest du dir das erträumen lassen? Nein. Die Realität ist viel fantastischer. Richtig. Und genau so geht das auch weiter. Aus dem Nichts kommt jetzt der Hauptteil. Der Bruder wird den Bruder ein Wolf sein. Doch demnächst wird das erst im zweiten Teil dann fortgesetzt. Für diesmal noch ein kleiner Hinweis. Dies ist ein Beitrag der Serie 5. Es gibt weitere Serien mit garantiert interessanten Beiträgen. Schaut doch mal rein. Für heute, danke.